Kapitel 4. Ja, und damit hallo zur nächsten Folge von Life is Strange. Double Exposure. Wir gucken jetzt aber erstmal das Video. Machst gerade dein Sofa nass. Shit. Stimmt, ich muss mich wohl umziehen. Bin gleich zurück. Ich muss nur nach oben gehen und was Trockenes anziehen. Und ich sollte besser nachsehen, ob Quentin sich beruhigt hat. Ja, das gucken wir gerade mal. Wo ist Quentin denn? Oh, keine Sorge, Safi. Mache ich. Lebensmittel einkaufen mit Safi. Safi die Wahrheit erzählen. Wo ist Quentin denn? Quentin. Meine Vergangenheit konnte ich wohl nicht ewig verstecken. Safi hat es irgendwann so oder so entdeckt. Das ist richtig. Ich suche aber trotzdem Quentin. Zählt es noch als Sachbeschädigung, wenn du Bücher durch die Gegend wirfst, die du mir geliehen hast? Komm schon, Safi. Ich dachte, du hättest mehr Respekt vor der Kunst. Tja, oder auch nicht. Achso, ich kann mit ihr reden. Ich habe meine Beweise wegen Alderman in diese Zeitlinie geschafft. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich sie von Safi fernhalten muss. Wir reden mal. Hey, wolltest du dich nicht umziehen? Doch, wollte ich. Stimmt, ja. Sorry. War etwas abgelenkt. Wo ist denn der Kater? Da ist er. Schön, dass du vom Kühlschrank runtergekommen bist. Streicheln. Haben wir genug zusammen durchgemacht? Gibst du mir Pfötchen? Das ist der beste Moment meines Lebens. Er hat sich wieder beruhigt. So, dann machen wir aber noch einen Schnappschuss. Quentin, halten wir diesen Moment fest. Kann ich den Bauch sehen? Okay. So, posten wir. Oh, es gibt doch wieder was in Crosstalk. Gucken wir gleich. Wir reden nochmal mit ihm. Kommst du zu uns raus? Eine neue Freundin kennenlernen? Sie ist cool. Komm her. Sie ist okay. Ich meine, sie kann irgendwie die Realität manipulieren, aber... ich ja auch. Ich weiß. Komische Welt, in der wir leben. Okay, ich verstehe. Ich kann fremde Menschen auch nicht ab. Vielleicht nächstes Mal.
So, wir müssen uns umziehen. Quentin, das muss... Ja, das kriegt er. Wenn er das will, kann er das gerne haben. Kumpel, dein Leben wird sich jetzt verändern. Hat ihn jetzt nicht so begeistert. Untersuchen. Ich brauche bloß trockene Klamotten. Ziehen wir uns um. Auswählen. Wobei eher was für drinnen, oder? Das sieht ganz nett aus, glaube ich. Nimm mal das. Ich habe so viel, was ich Safi fragen will. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Die werden wir wahrscheinlich auch noch brauchen. Die Portale, vermute ich mal. Ich werde es übrigens so machen, wie beim letzten Mal auch bei der... ich werde es also nicht... jedes Video groß an- und abmoderieren, sondern ich werde, nehme die 2,5 Stunden tatsächlich auf. Oder 3 Stunden, je nachdem wie das... Also ich nehme die komplette, das komplette Kapitel auf und werde das dann von jemandem, der aussieht wie ich, im Nachhinein schneiden. Hey, Kollege. Wolltest du vorbeilaufen, ohne Hallo zu sagen? Der Mist, den ich Robbie gesagt haben soll. Der Gedanke macht mich ganz krank. Das waren wahrscheinlich alles Safi welche aus dem... Safi und ich haben einander geoutet. Was jetzt? Was wir heute Abend sagen, könnte alles zwischen uns verändern. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Diese ganzen mysteriösen anderen waren vielleicht alles Fremdgänger aus dieser Welt hier. Das würde natürlich eine Menge erklären, ne? Eine große Menge würde das erklären. War Safi das vielleicht? Safi konnte ja als ich rumlaufen. Hat die vielleicht die anderen, dass sie sich dann rächen wollte? Vermute ich mal, ne? Also, du bist eine Gestaltwandlerin. Du hast Kräfte? Hier, die Person mit dem Korken muss eine Frage beantworten. Ah, du kleiner schlauer Fuchs, du. Okay. Spielen wir. Konntest du dich schon immer verwandeln? Wie lange hast du deine Kräfte schon? Seit der Highschool. Nachdem Dad abgehauen ist. Ma war gebrochen. Und sie konnte nur damit umgehen, indem sie sicherstellte, dass ich es nicht auch war. Ich war ihr Projekt. Der Beweis, dass sie ihn nicht brauchte, um was richtig zu machen. Das ist viel für ein Kind. Ja, auch was. Ich wünschte mir, dass ich auf magische Weise so sein könnte, wie sie mich haben wollte, anstatt... mich die ganze Zeit abzumühen und immer noch zu versagen. Und dann wünschte ich mir, jemand völlig anderes sein zu dürfen. Jemand, der nicht diese ganze Last tragen muss. Tja. Auf einmal
konnte ich's. Also. Bist du wie dieses Mädchen aus Frozen? Hm? Eiskräfte und Gesangseinlagen und so? Nee, singen lassen wir besser. Nein. Es gibt eine Welt. Parallel zu dieser. Und ich kann sie betreten. Ich hab den gefrorenen See dieser Welt mit dem hier getauscht. Moment. Parallelwelt? Alles ist genauso wie hier. Außer das. Machen mal das, weil wir sind zwar mit der Pistole gewesen, aber ob wir sie wirklich getötet haben, ist bis jetzt nicht wirklich klar. Du tot bist. Okay. Das muss ich kurz verdauen. Das bist du? Hast du mir was zu sagen? Sorry. An einem Punkt in der Zukunft werde ich wohl zu dem Moment reisen, als du das Foto gemacht hast. Und dich erschießen. Außer ich finde heraus, warum, und finde einen Weg, es in der Gegenwart zu ändern. Reden wir später darüber. Gib mir den Korken. Wie funktioniert Gestaltwandeln? Wie genau machst du das? Deine Gestalt ändern. Hat was mit der Wahrnehmung zu tun. Ich manipuliere, wie andere mich sehen und hören. Jetzt gerade kann ich zum Beispiel den Teil deines Hirns fühlen, der mich spürt. Und wenn ich ihn anstupse, wow. Yep, super gruselig. Sagen die Teens heutzutage gruselig, wenn sie mega cool meinen? Wow. Mir war kurz so, als wäre sie über mein Gehirn gelaufen. Oh, meine Mom, sie kann warten. Du sagtest was über zu dem Moment reisen? Kannst du das erklären? Die Wahrheit ist, als Teenager konnte ich die Zeit zurückdrehen. Shit. Sowas wie Zeitreisen? Mann, du hast all die coolen Kräfte. Unfair. Klingt nur so. Das Zurückspulen war eine Last, eine Falle, eine Last. Viel. Viel zu viel Verantwortung. Steuerung Z machen zu können, während man erwachsen wird? Während den schlimmsten Jahren des Lebens? Das ist keine Verantwortung, sondern ein Traum. Bis es das nicht mehr ist. Und dann ist dein ganzes Leben ein Albtraum. Bin wieder dran, hä?
kannst du dich beliebig verwandeln. Kannst du dich in jeden verwandeln? Nur in Personen, die ich in echt getroffen habe. Willst du raten, wer ich war? Na los. Ausnahmsweise gratis. Ich würde mal sagen, Gwen. Das warst du, die sich als Gwen ausgegeben und Drogen an Studenten vertickt hat. Ups. Als ob sie es nicht verdient hätte. Dein Buch, Deal. Yep. Als ich hörte, dass der Deal geplatzt ist, war sie die Erste, die ich angerufen habe. Sie hat gesagt, dass sie nichts davon gewusst hat. Als sie mich ignoriert hat, wusste ich, was los war. Mann, ich dachte sogar, du steckst damit drin. Deswegen bin ich heute hier. Ich will sehen, was du verbirgst. Warum hast du nicht gesagt, dass Gwen schuld war? Ich brauchte mehr Info. Ich wollte warten, bis ich mehr Infos habe. Du hast meine Nummer, Max. Du hättest einfach anrufen können. Ganz im Ernst, Max, ich dachte, du deckst Gwen oder so. Ich hatte Angst, ich kann dir nicht vertrauen. Also eigentlich wollte ich nur deinen Mord in der anderen Zeitlinie verhindern. Ja, das erleichtert mich jetzt. Lucas? Hast du dich in Lucas verwandelt und es ihm mit seinem Sohn versaut? Ich dachte, Lucas hatte meinen Buchdeal gecancelt. Ich gab ihm die Chance, es zu gestehen. Hat er nicht gemacht. Sein Sohn ist unschuldig. Robbie hat aber nichts mit dem furchtbaren Verhalten seines Vaters zu tun. Ich musste Lucas an einem wunden Punkt treffen. Ja. Robbie war der einzige Weg. Ich weiß nicht. Vin Amanda Moses. Neues Thema. Vin. Also, war es tatsächlich du das, die Vins Handy gestohlen hat? Wenn jemand einen Schauspielpreis verdient, dann ich. Ich dachte, er versucht bloß Beweise loszuwerden wegen der Kuhschädelsache. Also war er es? Ist wohl noch nicht über mich hinweg. Scheint so. Das ist auf gestörte Art irgendwie süß. So romantisch und gleichzeitig düster. Nicht umsonst war Drama sein Hauptfach. Amanda? Heute gab es einen Moment, als ich mit Amanda gesprochen habe. Der fühlte sich anders an. Guck mal, du hast rumgeschnüffelt. Ich musste wissen, warum. Es war Selbstverteidigung. Für Amanda musst du noch üben. Deine Nachahmung von Amanda? Ich habe ein paar Notizen. Gut genug für die meisten Leute. Dachte, du bist wie die meisten. Moses? Kannst du dich mit deinen Kräften in Moses verwandeln? Nein. Er ist für mich tabu. Nicht, dass ich es nicht könnte. Aber es ist Moses. Ich schätze, ich sollte dich jetzt etwas fragen lassen.
Okay, du konntest mal durch die Zeit reisen. Und jetzt kannst du Zeitlinien wechseln. Was ist anders? Weißt du noch, das Mädchen auf dem Foto? Das war meine Schuld. Sie ist tot. Wurde erschossen. Sie ist auf dem Boden unserer Highschool-Toilette verblutet. Ganz allein. Nur ich war dabei. Die eine Person, die hätte helfen können, versteckte sich in einer Kabine nur Schritte von ihr entfernt. Shit, Max. Der Artikel in deiner Erinnerungsbox. Du bist nicht schuld, Max. Oh, doch. Meine Kräfte entfachten einen Sturm. Wortwörtlich kein Scheiß. Und ich hatte die Wahl. Die Stadt retten oder meine Freunde. Ich wählte Arcadia Bay. Ich wollte meine Kraft nicht benutzen. Nie wieder. Bis ich hierher kam. Als das andere Du starb, merkte ich, dass ich meine Kraft verändert hatte. Genau wie ich. Übrigens, Moses von der anderen Seite hat mir den Korken gegeben. Ein Geschenk für dich. Moses weiß es? Nicht alles. Er weiß von mir und dass du lebst. Aber natürlich nichts vom Gestaltwandeln. Du sollst auf dich aufpassen, soll ich ausrichten. Ich versuch's. Ich sollte dir vermutlich von Maya erzählen. Das wäre gut. Maya Okada war meine beste Freundin. Mann, wir waren unzertrennlich. Alter, sie war so schlau und die beste Autorin, die ich je kannte. Was Lucas getan hat, ihre Arbeit zu stehlen, hat sie umgebracht. Und so unglaublich wütend ich auch auf Lucas und alle anderen bin, bin ich noch viel wütender auf mich selbst. Mann, ich habe ihr gesagt, sie soll lieber nichts erzählen. All das Schweigen katapultierte Lucas fucking Colmenero zu literarischer Berühmtheit und brachte Maya vorzeitig ins Grab. Du meintest, du bist auf alle wütend, deswegen. Bin ich auch. Gwen? Auch auf Gwen? Gwen war die Person, die meinte, ich solle meine Wut in Poesie umwandeln. Und die Poesie wurde zu all die Töchter, über die wir nicht reden. Dein Buch. Yep. Und im letzten Moment bekam sie dann kalte Füße. Vin? Vins Aussage. Bingo. Er war angeblich Mayas Freund. Aber Caledon war wohl wichtiger. Wenigstens ich habe genug Anstand, Caledon den Mittelfinger zu zeigen. Jasmine? Gilt das auch für deine Mutter? Sie wollte, dass ich Maya dazu bringe, still zu sein. Und sie hat Lucas beschützt. Wir haben ein wenig darüber geredet. Und ich werfe es ihr nicht vor. Nicht wirklich.
verstehe nicht, wie das alles mit deinem Buch zusammenhängt. Jedes Gedicht in der Sammlung dreht sich um Maya. Um das, was mit ihr geschah. Das war wohl etwas zu offensichtlich. Und als Gwen mir ihr wahres Gesicht zeigte und den Buchdeal platzen ließ, musste ich einen anderen Weg finden. Gwen, Lucas, Vin, deine Rachetour. Gerechtigkeitstour. Safi, was wenn deine Tour schief geht? Was, wenn sie außer Kontrolle gerät? Und was, wenn sie schuld ist, dass ich... Was? Dieses Foto? Das ich gemacht haben soll? Mhm. Alter, du hast nicht mal eine Knarre. Nein, aber... Toll. Kauf keine Knarre. Problem gelöst. Ich verstehe nicht, wie du deswegen so gelassen sein kannst. Ich verstehe nicht, wie du deswegen so angespannt sein kannst. Max, wir haben verdammt nochmal Superkräfte. Du redest, als wärst du verflucht, aber bist du nicht. Du hast Kontrolle. Du und ich. Wir haben mehr Kontrolle als sonst irgendwer. Hey, sieh mich an. Sei mal ehrlich. Glaubst du wirklich, dass du in der Lage wärst, mir das anzutun? Nein. Nein. Ich glaube nicht. Zumindest hoffe ich's. Klingt doch gut. Ich vertraue dir, Max Caulfield. Genug für uns beide. Frage ist natürlich, wo sich das Aber Safi, sie noch hin entwickelt. Wir können nicht nur einfach die Daumen drücken. Wir müssen etwas tun. Also. Was schlägst du denn vor? Lucas, Gerechtigkeit für Maya. Du hast ein ganzes Buch drüber geschrieben. Und das Buch ist tot. Das Buch schon. Du aber nicht. Uns bleibt immer noch Lucas. Tun wir es. Als du ihn zuvor entlarven wolltest, warst du allein. Jetzt sind wir zu zweit. Wir haben Kräfte und wir haben Beweise. Krampus auf dem Campus. Shit, das ist heute. Alle werden dort sein. Und er wird mit einem Scheinprozess rechnen. Er wird nicht mit uns rechnen. Wollen wir einem Arschloch eine Abreibung verpassen? Klingt gut. Nie wollte ich etwas mehr als das.